Jo, liebe Leute, schönen guten Tag, willkommen zu einem neuen Mario Odyssey Video und ja, Leute, es gibt noch weitere geile Themen und heute, ihr habt richtig gelesen, man kann frei im Weltraum rumfliegen mit diesem Glitch, den ich euch heute zeige und danach zeige ich euch noch einen richtig verrückten Glitch in Mario Odyssey, der schon etwas älter ist, aber sich auf jeden Fall lohnt, dass ich ihn euch mal zeige und bald kommen andere Videos, Leute, bald kommen wieder ein bisschen Toplisten, auch mal wieder was nicht nur zu Mario Odyssey, sondern irgendwelche Videos zu anderen Nintendo-Spielen. Ja, Leute, das Gewinnspiel mit den NES-Amiibos läuft jetzt noch ein bisschen, diese drei NES Amiibos hier. Ihr müsst nur Abonnent sein und einen Kommentar schreiben und ich pick mir dann einfach einen Gewinner raus. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit dem Glitch jetzt. Und zwar müsst ihr zu dem Gebiet, was man erst freischaltet mit 500 Monden. Und zwar heißt dieses Gebiet Stockfinstere Seite. Und dort kann man ja dieses extrem schwere Level spielen, dieses extrem schwere Challenge, wo man nicht sterben darf und ein Parcours bzw. einen Hindernislauf irgendwie absolvieren muss. Und am Ende kommt man dann auf dieses hohe Gebäude und man kriegt sozusagen das richtige Ende von Mario Odyssey, dass sich Cappy nochmal verabschiedet bzw. bedankt für die Reise. Ein kleines Rosalina Easter Egg ist auch dabei und noch einige Münzen plus ein Mond. Sobald ihr denn da seid, seht ihr diese zwei Frösche und mit diesen zwei Fröschen hat das nämlich auch zu tun, Leute. Ihr müsst nämlich einen kapern und der andere springt ja immer in verschiedenen Intervallen hoch in die Luft und genau das müsst ihr ausnutzen. Ihr müsst neben dem Frosch hochspringen, bevor er hochspringt. Dann müsst ihr in der Luft aus dem Frosch rausgehen und dann wieder als Mario sozusagen runtergleiten, aber ihr gleitet dann bzw. ihr springt dann auf den Kopf von dem Frosch, der gerade hochspringt. Es ist ganz wichtig, dass dieser Frosch gerade hochspringt und ihr auf ihn landet. Nachdem ihr auf ihn gelandet seid, also ihn getroffen habt mit euren Füßen, wirft ihr Cappy auf ihn, kapert ihn ein und dann seht ihr es hier, ihr könnt in der Luft fliegen mit dem Frosch. Also das Spiel denkt, ihr seid noch im Wasser, beziehungsweise ihr seid im Wasser, seid in der Schwimmanimation drinne und ihr könnt einfach frei durchs Weltall schwimmen, als wäre gar nichts los, Leute. Es sieht wirklich ziemlich cool aus. Ich habe gleich probiert, rüber zu schwimmen und es funktioniert, ihr könnt einfach rüber. Und es ist auch das richtige Gebiet dort drüben, das ist keine irgendwie mit geringeren Texturen, einfach nur so eine Projektion für uns Spieler, damit ihr irgendwie an Ressourcen sparen. Es ist richtig das Gebiet, wo ihr auch später hinkommt. Ihr könnt dort aufs Dach springen und alles, aber ich habe versucht, noch weiter durchs Weltall zu schwimmen, aber es ist da draußen nichts mehr, Leute. Es ist wirklich gar nichts. Es ist eine unsichtbare Wand am Ende und ihr schwimmt einfach durchs Weltall, durchs Nichts. Also man entdeckt nicht noch irgendwie ein geheimes Gebiet, was ich vielleicht vermutet habe. Aber das würde Nintendo, glaube ich, nicht so versteckt platzieren. Meiner Meinung nach ist es einer der coolsten Glitches, weil ihr könnt einfach ein komplettes Gebiet überspringen. Ihr könnt einfach damit rüberfliegen sozusagen, was einfach extrem lustig ist. So, der zweite Glitch ist im Cityland bzw. Metro Kingdom, New Donk City. Dort auf dem Hauptplatz ist ja dieser Papagei immer, der einen die Tipps gibt und den könnt ihr auch ausnutzen für einen Glitch. Und zwar müsst ihr dafür diesen Riesensamen, diesen goldenen Riesensamen, ihn sozusagen gegen den Kopf schmeißen und genau im gleichen Frame, wo der große Samen ihn trifft sozusagen, müsst ihr dann ihn ansprechen und sozusagen Dialog mit ihm starten. Und ihr erkennt den Glitch, ob er funktioniert hat, ob er sich dreht, während ihr schon mit ihm spricht und sozusagen diese getroffene Animation dort abspielt. Und wenn das der Fall ist, Leute, wie hier bei mir im Fall, seht ihr, die Kamera ist einfach eingefroren und bleibt strikt so, wie sie ist fürs Dialog und ihr könnt einfach trotzdem rumlaufen, überall, ihr könnt zur Odyssee hoch, ihr könnt überall, ihr könnt alles machen, ihr könnt theoretisch komplett mit Metro Kingdom erkunden, aber ihr seht es halt nicht, Leute, weil die Kamera halt stehen geblieben ist. Ein lustiger Glitch, der einen aber letztendlich früher oder später dazu verleitet oder man muss früher oder später einfach sich töten, damit man wieder normal spielen kann. Ja, Leute, das wäre es gewesen für heute. Wie gesagt, die NES-Amiibos könnt ihr gewinnen, wenn ihr Abonnent seid und einen Kommentar schreibt. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.